Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, heute ist der 4.9.2023, es ist 7.53 Uhr und ich sehe gerade, dass ich mein Divoom-Bild noch gar nicht geändert habe. Das ist noch das vom Freitag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und es geht euch allen gut. Und ich versuche jetzt schnell ein neues zu finden. Neues Bild. Ja, der Wochenstart war soweit in Ordnung. Hätte zwar noch ein bisschen länger schlafen können, aber ach. Wir nehmen den Panda, der ist süß. Ich bin einigermaßen wach. Ich hoffe, ihr auch. Ja, viel gespielt am Wochenende. 10 Stunden Baldur's Gate 3 gestreamt und gespielt. Am Freitag habe ich noch ein bisschen Subnautica gespielt. Ich glaube, 3 Stunden und gestreamt. Ja. Und heute geht's weiter mit Subnautica. Baldur's Gate ist echt, echt gut. Ich hatte gestern wieder eine Quest, eine Mission, ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, cool. Sehr, sehr cool. Ein Glück habe ich der nicht vertraut und habe auch ein bisschen gebibbert und gezittert beim Bekämpfen der Hexe. Oder wie heißen die? Die haben eine bestimmte Bezeichnung, weiß gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall war das gut, hat Spaß gemacht, herausfordernd, aber da ich auf Easy gespielt habe, bin ich auch halb angeschlagen. Die Gruppe war schon halb angeschlagen durch irgendwelche Giftfallen oder so. Bin ich trotzdem ganz gut zurechtgekommen. Was ist nebenan los? Ist ja richtig laut. Ja, Papa sagt, glaube ich, was zu seinen Kindern gerade. Ja, ansonsten, der Sommer kommt zurück. Irgendwie wären es 28 Grad. Ich weiß nicht, ob schon heute oder erst morgen. Morgen gehe ich ins Büro. 28 Grad, ja. Von wegen, Sommer ist vorbei. Also zumindest diese Woche haben wir noch wieder sommerliche Temperaturen. Die kurzen Hemden können also wieder rausgefiddelt werden. Wobei, sie hängen ja noch im Flur. Muss sie nur vom Bügel abnehmen und anziehen. So, wie sieht's denn aus diese Woche? Heute 24, morgen 27, Mittwoch 28, Freitag 28. Ja. Nächsten Mittwoch 31 Grad. Oh, fuck. Ich dachte, es wäre überstanden. Leider nicht. Na gut, kann man nicht ändern. Muss man nehmen, wie es kommt. Und die Sommerfreunde unter uns werden sich wahrscheinlich freuen, dass der Sommer doch noch nicht vorbei ist. Ach ja. Ja, dann gucken wir mal, was der Tag so mit sich bringt. Homeoffice heute. Am Mittwoch werde ich auch zu Hause bleiben. Ich habe einen Arzttermin bei meiner Allgemeinärztin gemacht, weil ich hier am Mittelfinger hier innen so eine Verhärtung habe. Und das schon seit über einer Woche. Und das ist... tut nicht weh oder stört nicht, aber ist schon auffällig. Man fasst sich ja ab und zu mal selber an. Und als ich mich dann hier berührte, dachte ich mir so, was denn das? Geht bestimmt weg. Geht nicht weg, also gehe ich zum Arzt und lass mal gucken, was da los ist. Vielleicht schickt die mich ja zu einem Hautarzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, diese Woche noch komplett. Nächste Woche dann 3 Tage frei und 2 Tage arbeiten. Nächsten Mittwoch fahre ich nach Oranienburg zum Haare schneiden, bei 31 Grad. Ordentlich. Mal gucken. Vielleicht ändert sich ja beim Wetter noch ein bisschen was. Schauen wir mal. So, mach schon mal das Licht hier aus. Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja. Dann bis später beim Stream. Oder morgen beim nächsten täglichen Vlog. Schauen einfach mal, ne? Was zuerst eintritt. Bis dann. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.